Deswegen ist das hier vielleicht, oder? Ich hätte so einfach gehen können. Aber vielleicht brauche ich den später und er hilft mir bei irgendwas und verteidige mich, weil er mich ja jetzt, weil er mich ja jetzt mag. Wir werden es ja sehen. Aber er hat mir noch nichts getan, also warum sollte ich ihn jetzt... Warum sollte ich ihn irgendwas tun? Mikes Mut hier, sich dem Wolf anzunähern, hat sich jetzt also ausgezahlt. So, da geht's raus. Oh, jetzt sind's nicht. Oh, es gibt halt noch den anderen Wolf. Gut, vielleicht bekämpfen sie sich ja näher gegenseitig, wer weiß. Will ich nur irgendwelche Rümpel? Aber oh, sonst hier nichts brauchbares. Doch, ein Totem. Schwarz. Er selber. Ach du liebe Güte. Das will ich aber nicht haben. Wenn Mike hat bisher so gut gekämpft, ja. Nochmal? Ne, was anderes. Bild. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eigentlichen Bergwalder beim Unglück vom 5. Januar. Waren nur 12 Olen zu sehen, ja. Das heißt, 18 mit 18 ist irgendwas anderes passiert. Jetzt muss ich da eh die Treppe da runter. Und ich glaube, das mit dem Wolf war gut, was ich gemacht habe. Schätze mal, jetzt wird der zweite Wolf da kommen, mich angreifen und der. Der andere wird mich dann verteidigen. So könnte ich mir das vorstellen. Wie weit geht denn das hier aber noch, ey? Das ist nichts, da komme ich nie weiter. Also Mike wäre schon schade, wenn er jetzt sterben würde, weil er entwickelt sich ein bisschen langsam zu meinem Lieblingscharakter, muss ich sagen. Wenn vom Arschloch zum Favorite, das ist doch so eine gute Entwicklung, ja. Das wäre jetzt echt schade, wenn er jetzt aufnehmen würde. Das ist wohl. Das ist wohl wo lang jetzt wieder. Ich habe so viel Munition auch nicht mehr. Dann muss ich so lauf schießen. Okay. Nein. Ich dachte jetzt, es kommt die Szene. Da ist der Typ, ey. Jetzt verriet das Schweine. Ach. Ich bin mit. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. So, Moment und Emily wurde unterwegs, schade. Aber Mike müsste aber noch leben. Ich habe ja kein Feuerzeug angezündet oder so. Ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Keine Ahnung.
Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal. Oh, hier gibt's nur so ein großes Feld, da kann man wohl einiges übersehen. Bevor ich hier reingehe, gucke ich mir mal um hier. Doch, da hinten ist irgendwas. Dann, ich glaube eher nicht, dass es Farbe ist, oder? Ist das wirklich Farbe war und nicht Blut oder so? Da unten hinten ist wohl ein Totem. Hä? Mike, soll jetzt aufheben. Schon wieder ein Toten. Mann. Das muss jetzt alles nicht wirklich passieren. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Bei mir auch. Das ist. Zählt als Hinweis? Aha. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Da ist so eine Axt. Die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht. Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Du passt durch, Alter. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Schön, dann mal los. Na, du kannst immer was tun, ey. Na, wie war das? Kein Fehler. Oh, verdammt! Na los! Ach komm, als ob der das Fenster da nicht aufbrechen könnte. Weiter nach oben. Echt nicht mein Ding. Ich bin ja hier, Em. Ich kann nichts erkennen. Hier steht so viel Krempel, über den ich ständig stolpere. Ist schon okay. Ist da ein Riegel? Irgendwas. Oh. Es kam da irgendwas. Status-Update. Hätte aber noch was. Ach, hier, da. Mike trat dem Wolf. Achso, gut. Hätte ich nicht machen dürfen. Aber er macht es wieder gut. Na denn? Habe ich doch was Gutes getan. Mach vorsichtig! Wie soll ich das machen? Hier ist es stockdunkel, du Depp! Hey, ich versuch dir doch nur zu helfen! Beinahe, glaube ich. Beinahe! Mache! Matt? Hey, Matt! Matt, bist du noch da? Oh, wow! Bin da, Mann! Geschafft! Super, Em. Du rockst. Du warst auch gut. Das war gut. Wir waren gut. Ja, absolut erste Sahne. Oh, Gott. Verdammt. Was ist passiert? Das ist krass. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Steht da Dai. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da. Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Na das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen?
Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Oh, alles ist total demoliert. So irgendwas zu machen sind hier. Da wusste einer genau, was er tut. Nicht reinkommen. Ah, hier drin ist doch was. Ich könnte mich aber hier drin. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Hey, da! Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in stopp. Was haben wir hier? Ja. Wirklich freundlich. Du kannst sterben, Junge. Irgendjemand von denen wird dich schon bekommen, ey. Ich kann ja noch nicht machen. Toll. Schlüssel. Kein Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Ja, komm. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sich. Ich zweifle zwar, dass das funktioniert, aber ne. Oh, wow. So ist es wert. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regel? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Oh. Sehen, wie lange du noch recht hast. Mann, ist hier halt unsympathisch. Derselben Meinung, Matt war für Emilys Plan zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Ja, ob es eine gute Idee war, das werden wir noch sehen. Und denn, wo geht's denn lang? Oh, Moment. Hey. Oder was? Was ist denn los, Emily, hm? Was geht bei dir, Süße? Ich hol uns hier raus, Mr. Blödbirne. Was denn los, Ladies First? Darf ich jetzt auch mal? Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Ich komm ja schon. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Eieiei. Alles klar? Ja, Alter. Danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Das kam jetzt völlig unerwartet, ey. Okay. Okay, vorsichtig. Okay, na gut. Oh okay. Mein Gott. Muss ich aufpassen. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Guck nicht runter. Kommst du? Wow. Okay. Okay. Emily. Kommst du jetzt? Kommt denn die nicht? Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Jetzt nicht weiter. Nimm die Worte, hier ist ein Totem. Führungstotem. Eine Leuchtpistole oder so. Ja. Kann weitergehen.
Das könnte ja bedeuten, dass wir wenigstens schon mal bis dahin kommen. Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem, Mist? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Na, jetzt werden sie mal linear einen Weg hier. Oder irgendwo die Abkürzung. Aber Moment, hier könnte wohl was sein. Oder warten ab. Nee. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Emily hatte natürlich immer den völligen Plan, ne? Oh, Kilian. Ist der Kilian? Schreibt mich schon, ob ich Rocket League spiele. Aber, Kilian, herzlich willkommen in der Aufnahme. Passiert jetzt was oder passiert nichts? Emily geht da lang? Okay, wir gehen hier lang. Das ist eine kleine Hütte. Halt. Eine lose Platte. Ist das so ein Jesses Handy? Eine Bess Handy, ach. Wow, das ist Bess Handy. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Na, hier geht's nicht weiter. Na, hat sich doch gelohnt, hier wieder lang zu gehen. So. Was ist denn das noch hier bis zum Feuerturm? Der Elche hörst du. Ja, gut, ist nicht. Und jetzt? Ah, da hinten ist was. Das ist doch die Stelle, wo die umgefallen sind. Henna und Bess. Verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Ja, und jetzt? Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Was ist denn los, ey? Shit! Die Tollwut, oder was? Was ist denn mit dir los? Oder kommt der Doktor heute? Ja, muss ich. Ne? Sam lässt sich gut gehen. Da stand da in Wiener. Spanner! Kleiner Spanner, ey. Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Hm. Okay. Schade, dass man sieht was. So, Washington Lodge.
So, mit dieser in Handtuch bekleideten Sam machen wir mal Stopp. Und werden diesen Part erstmal beenden. Aber ich kann immer schnell hier bei. Wir haben noch was Neues. Können wir mal gucken. Was haben wir denn? Achso, ins Handy. Ins Handy war noch. Sonst war nichts. Nee. So, wenn wir diesen Part beenden, ist, mein, wir waren diesmal ja viel mit dem guten Mike unterwegs. Wenn der mir jetzt immer besser gefällt, habe ich euch ja schon gesagt. Entwickelt sich ja langsam zum Helden oder so. Ich hoffe, ihm ist jetzt nach der Explosion da jetzt nichts zugestoßen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, er darf auf keinen Fall ein Feuerzeug anzünden. Das, weil den verlieren möchte ich jetzt nicht unbedingt. Gut, dann machen wir das nächste Mal weiter mit Sam, die ja bespannert wurde vom Killer, aber naja, ich hoffe, sie begegnet ihm jetzt nicht als nächstes, weil sie hat, glaube ich, noch von der Warpcan noch keine Ahnung, oder? Ist, glaube ich, der Einzige, die überhaupt noch nicht von nix weiß. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like da und Abos natürlich auch immer gern gesehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Until Dawn. Und dabei Treto Julie. Au!